Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist die älteste politische Stiftung Deutschlands. In ihrer 90-jährigen Geschichte hat sich die größte unter den politischen Stiftungen auf vielen Arbeitsfeldern weltweit einen Namen gemacht. Als der erste demokratisch gewählte Reichspräsident Deutschlands Friedrich Ebert am 28. Februar 1925 stirbt, hat der überzeugte Sozialdemokrat in seinem Testament verfügt, dass eine Stiftung ins Leben gerufen werden möge. Sie solle Kindern und Jugendlichen aus der Arbeiterschicht den Besuch von Schule und Universität ermöglichen. Die darauf am 2. März 1925 von der SPD gegründete Friedrich-Ebert-Stiftung beginnt mit ihrer Förderung von Arbeiterkindern. Im ersten Jahr können 54 Schüler gefördert werden. Wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht ehrlos. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach dem Krieg 1947 nimmt die SPD die Studienförderung durch die Friedrich-Ebert-Stiftung wieder auf. Sie erfindet sich 1954 ganz neu und gründet den gemeinnützigen Verein Friedrich-Ebert-Stiftung zur Förderung demokratischer Volkserziehung e.V. Zwei Jahre später kann die erste Heimvolkshochschule durch Bundespräsident Theodor Heuss eingeweiht werden. Tausende Seminare mit vielen tausenden Teilnehmern werden seitdem in verschiedenen Einrichtungen veranstaltet. Geschäftsführer Gunter Grunwald baut die Stiftung zu einer bundesweiten Organisation der politischen Bildung aus und schafft eine wissenschaftliche Institution zur Politikberatung. Ihre heutige Zentrale erhält die Friedrich-Ebert-Stiftung 1969. Das dort geschaffene Archiv der sozialen Demokratie und die Bibliothek zählen zu den weltgrößten wissenschaftlichen Einrichtungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Ab 1961 wird die Friedrich-Ebert-Stiftung auch international aktiv. Sie berät in gewerkschaftlicher und sozialpolitischer Hinsicht und arbeitet in Forschungskooperationen, Wirtschafts- und Medienförderung. Im Zentrum steht die Förderung der Demokratie in Asien, Afrika und Lateinamerika. In den frühen 1970er Jahren ist sie besonders auch in Spanien und Portugal aktiv. In den 1980er Jahren kommen Büros in den westlichen Industrieländern hinzu. Mit dem Ende des Kalten Krieges auch in Osteuropa. In den neuen Bundesländern entstehen Landesbüros. Sie werden zum Vorbild des organisatorischen Wandels der politischen Bildung in Westdeutschland. Heute hat die Stiftung zwei weitere große Häuser in Berlin. Die Arbeit der Stiftung hat sich in den letzten 25 Jahren stark verändert. Dies betrifft die politische Bildung genauso wie die Studienförderung, die internationale Arbeit oder auch die wissenschaftliche Politikberatung. Doch ist eines gleich geblieben. Die Friedrich-Ebert-Stiftung steht weltweit für demokratisches Engagement entlang der Werte von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität.